Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe heute mal wieder ein kleines Lego-Technik-Set für euch. Und zwar die Lego 42133, den Teleskoplader. Mit den kleinen Lego-Technik-Sets hatte ich in letzter Zeit sowieso meistens am meisten Spaß. Und dementsprechend habe ich gedacht, schauen wir uns doch auch nochmal dieses Set zusammen an. Wir haben auch bei diesem Set noch ein B-Modell. Anleitung ist leider exklusiv wieder online. Und das B-Set stellt so einen kleinen Abschleppwagen dar. Ich muss aber sagen, das ist eher meines Erachtens das schwächere Set von beiden. Da wird wahrscheinlich der Teleskoplader das bessere Set sein. Ich packe das Ganze auf jeden Fall jetzt mal aus und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Und in der Packung finden wir einmal die große Teiletüte mit den großen Teilen in Anführungsstrichen. Da haben wir eben die Plates, die Reifen, die Liftarme und die Felgen drin. Dann die kleine Teiletüte mit den kleinen Teilen, sprich die Pins und eben den Schnickschnack. Und dann haben wir hier noch die lange schwarze Technikachse und den langen blauen Technik-Liftarm. Lang natürlich in Anführungsstrichen, aber für diese Setgröße sind es eben die größten Teile. Dann finden wir noch die Anleitung dazu. Die ist ein bisschen zu heiß gewaschen worden und dementsprechend doch recht klein geraten. Aber ich möchte mich darüber überhaupt nicht beschweren, denn sonst sind mir die Anleitungen ja immer viel zu mächtig und zu groß. Die ist mir auch schon wieder für so ein kleines Set ein bisschen zu dick. Aber immerhin haben sie es noch ein bisschen kleiner gemacht. Was mir noch aufgefallen ist, die Packung war doch sehr, sehr leer. Aber ich meine, die Box ist schon sehr klein, recht viel kleiner hätte man sie wahrscheinlich nicht machen können. Trotzdem war die nicht sehr gut gefüllt. Die Anleitung hat wie gewohnt eine gute Papierqualität, ist klammergebunden und hat insgesamt 59 Bauschritte auf 59 Seiten. Es fällt dabei ein Muster auf. Und auf den letzten Seiten haben wir nochmal die Teileliste. Hier könnt ihr euch wie immer das Video gerne mal anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Viel mehr gibt es dazu ja auch gar nicht mehr zu sagen und ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns entweder mit dem fertigen Set oder dem ersten wichtigen Bauschritt wieder, je nachdem, ob der Bau jetzt viel Spannendes parat hält oder eben nicht. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dieser Review. Und fertig ist ja auch schon der kleine Lego Teleskoplader mit der Setnummer 42133. Zum Bau. Der Bau war wirklich unkompliziert, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Es ist natürlich ein sehr kurzweiliges Vergnügen, das dauert circa 20 Minuten, hat man hier Bauspaß und wenn man vorsortiert, höchstens ungefähr 15 Minuten. Aber was will man auch von so einem kleinen Set erwarten? Vom Aussehen her muss man sagen, es ist wirklich ordentlich für 140 Teile. Für 140 Teile und im Preisbereich von 9,99 € kann man natürlich kein wunderschönes Set erwarten, aber dafür ist es wirklich ordentlich. Man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Teleskoplader sein soll und trotzdem sieht man die Funktion eben doch noch sehr gut. Das gefällt mir soweit. Sticker gibt es im gesamten Set keine, wir haben aber auch beim gesamten Set nicht einen Print, deshalb ist das meiner Meinung nach jetzt kein großer positiver Punkt. Und natürlich reden wir auch noch über das Wichtigste bei diesem Set und auch wirklich die große Stärke des Sets. Denn wir haben bei diesem Set viele Funktionen und das muss ich sagen, Lego kann es eben doch und sie zeigen es in diesen kleinen Sets eben immer wieder, dass sie es doch können. Weil dieser Teleskoplader hat wirklich alles an Funktionen, was so ein Set braucht. Und er hat mehr Funktionen als so manches 50 € viel größeres Lego-Technik-Set. Das ist natürlich zum einen schön, weil man diese 9,99 € Lego-Technik-Sets eigentlich meistens fast uneingeschränkt empfehlen kann, aber es ist traurig im Hinblick darauf, was man dann für sein Geld, wenn man ein größeres Set kauft, bekommt. Die erste Funktion sehen wir schon hier oben bei dem Zahnrädchen, denn wir haben hier bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit zu fahren und eben auch beim Fahren zu lenken mit Hilfe einer Hand-of-God-Steuerung. Das Ganze funktioniert wirklich gut, fühlt sich auch gut an, nur der Wendekreis könnte ein wenig kleiner sein. Dann haben wir noch die zweite Hauptfunktion und die versteckt sich gerade in dieser Perspektive ein wenig, denn wir haben auch hier hinten nochmal ein Zahnrädchen. Und wenn wir an diesem Zahnrädchen drehen, dann können wir diesen Teleskoparm hier vorn heben und eben auch senken. Wenn wir ihn komplett heben, kommen wir auf diese Höhe und senken können wir ihn wirklich bis komplett auf den Boden. Die Bewegung fühlt sich wirklich, wirklich gut an. Wir haben ein wenig Spiel darin, das liegt aber daran, wie die Funktion umgesetzt wurde und das zeige ich euch natürlich auch gern noch. Denn unterm Set sehen wir, wie die ganzen Funktionen funktionieren. Einmal wird die Lenkung über diesen Liftarm hier übertragen. Von dem Zahnrad bis zur Vorderachse
Und die Bewegung dieses Zahnrads hier wird über so eine Zahnradschnecke weitergegeben. Eben auf ein Zahnrad, was darauf aufliegt. Und dieses Zahnrad gibt die Bewegung auf diese Teile wieder, die es wiederum auf diesen Liftarm übertragen. Und dieser Liftarm letztendlich auf den Teleskoparm. Das Ganze ist wirklich simpel aufgebaut, wie ihr gesehen habt, aber eben effektiv und tut auf jeden Fall seinen Dienst. Als letztes können wir auch noch die Gabel, die hier vorne am Teleskoparm hängt, verstellen. Das Ganze funktioniert aber nur mit der Hand. Wir haben da keine Zahnradfunktion oder ähnliches, aber man kann ja eben auch nicht alles haben. Abgerundet wird das Set noch von einer Palette, die wir bauen. Ist natürlich eine sehr, sehr simple Konstruktion. Schön finde ich aber auf jeden Fall, dass wir hier diese zwei Technik-Bricks mitverwenden. Und jetzt könnte man sich fragen, warum sind da Technik-Bricks drin und keine normalen Bricks? Und das liegt daran, dass diese Technik-Bricks eben auch im B-Modell mit eingesetzt werden. Dort benötigt man ja keine Palette und dann werden die direkt an dem Abschleppwagen mit verbaut. Wir können dann natürlich die Palette auf den Boden stellen, können mit dem Teleskoplader hinfahren, können sie aufgabeln und können die ganze Palette wieder anheben. Schön ist auch, man kann sich auf die Palette bauen, was man möchte und dementsprechend das Ganze in den verschiedensten Spielsituationen verwenden, ob es nun eine Fabrik sein soll, ein Ladengeschäft, eine Baustelle oder ähnliches. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von diesen ganz kleinen Technik-Sets und habe ja auch schon das ein oder andere davon hier vorgestellt. Und dieses Technik-Set hat mich mal wieder darin bestärkt, dass das eine große Stärke von Lego ist. In diesem kleinen Preissegment so ein Set auf die Beine zu stellen, mit dem man wirklich Spaß haben kann als Spielset, ist auf jeden Fall was, was ich wie immer nur empfehlen kann. Ich kann nur den Appell an Lego rausgeben, setzt doch bitte auch solche Grundwerte von Lego-Technik auch mal wieder in den größeren Sets mit um. Aber für diesen Teleskoplader bekommt ihr auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung von mir. Wenn ihr möchtet, dass ich von diesem Teleskoplader auch das B-Modell, den Abschleppwagen, mal mit vorstelle, dann schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare und dann wird er gegen diesen älteren Abschleppwagen von Lego in einem Duell antreten. Wenn ihr euch das wünscht, wird das auf jeden Fall so gemacht. Und wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Damit helft ihr uns als Klemmbaustein-Community ungemein weiter. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.